Hallo? Liebling? Na Gott sei Dank, wo steckst du denn? Ich komme nach Hause und du bist nicht da. Du hast dich sogar umgezogen. Wohin bist du gegangen? Zum Klavierabend. Und stell dir vor, ich habe nichts davon gehört. Die ganze Zeit dachte ich daran, dass ich da keinen Zettel hingelegt habe. Den Zettel habe ich gesucht. Bist du böse? Natürlich. Aber ich bin froh, dass du angerufen hast. Chopin? Ja, Chopin. Den ich fast so liebe wie dich. Was etwas heißen will, denn ich liebe dich sehr. Liebeserklärungen am Telefon. Was ich aufregend finde, und ich stelle fest, dass es mir gefällt. Außerdem war mir gerade danach zumute. Und schön, dass ein Telefon da war. Wo bist du? In einer dunklen Straße. Der liebe Gott zeigte mir die Telefonzelle und sagte, ruf ihn an. Sag ihm, dass du vergessen hast, eine Zettel hinzulegen, aber dass du ihn liebst. Sag nur etwas. Ich liebe dich. Komm nach Hause, schnell. Ich beeile mich. Schöne Dreibänder. Naja, im Moment läuft's. Abend zusammen. Guten Abend. Guten Abend, Doktor. Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Billard spielen. Ja, nach langer Zeit mal wieder. Wollen Sie mitspielen? Nein, danke. Ich warte auf meinen Partner. Aber ich muss Ihnen unbedingt etwas erzählen. Was fällt in Ihr Gebiet? So. Ich habe einen Patienten, der zum Mörder werden könnte. Morgen, übermorgen, in 2 Monaten. Na dann, erzählen Sie mal mehr. Vor einigen Wochen hat mein Patient seine Frau verloren. Sie wurde als Fußgängerin von einem Wagen erfasst und getötet. Der Fahrer aus meiner Frau beging Unfallflucht. Der Ehemann der Toten kam zu mir in die Sprechstunde, sagte, es kann sein, dass ich krank bin. Ich habe Nacht für Nacht Tötungsfantasien. Ich bringe im Traum Menschen um. Ich fürchte, ich werde es eines Tages tun. Tja.
Was wollen Sie jetzt von mir hören? Ich bin nicht ganz sicher, wie ich mich verhalten soll. Was ist der Mann vom Beruf? Ingenieur. Ein gebildeter, sensibler Mann, dem ich glaube, was er sagt. Ich wende mich an Sie, weil ich mir nicht eines Tages vorwerfen möchte, nichts getan zu haben. Ja, ich nehme an, dass Sie mir den Namen des Mannes nicht sagen werden. Nein. Sie wissen, ich stehe unter Schweigepflicht. Natürlich. Also ich mache einen Vorschlag. Fragen Sie ihn ganz einfach, ob er sich mal mit mir unterhalten möchte. Das will ich gern tun. Gebe zu, dass ich jetzt etwas erleichtert bin. Fein. Harry, fragst du bitte mal nach, wer den Unfall aufgenommen hat, ja? Okay. Das mache ich mal als erstes, ne? Die Frau wurde von einem PKW erfasst und durch die Luft geschleudert. Ja? Sie war sofort tot, Genickbruch. Die Fahrerin des Wagens hielt kurz an und jagte dann davon. Mhm. Gibt's irgendwelche Zeugen? Ja, hier. Ein Radfahrer, Hans Stocker, das ist seine Aussage. Ah ja. Ja? Ford Beige, Fahrerin mit blonden Haaren, ne? Der Wagen ist nicht auffindbar, ja? Die blonde Dame auch nicht. Wir haben denn die üblichen Werkstättenrecherchen, haben die was ergeben? Leider bisher ohne Ergebnis. Den Ehemann, haben Sie den kennengelernt? Ja, als ich ihm die Nachricht überbracht habe. Hat der mal in letzter Zeit bei Ihnen angerufen? Der ruft jeden Tag an, ob wir nicht schon weitergekommen sind. Jeden Tag? Ja, manchmal zweimal am Tag, da geht er echt auf die Nerven. Sagen Sie, und wie ist sein Verhalten? Ich meine, wie ist der so am Telefon? Sein Verhalten? Er entschuldigt sich jedes Mal. Er merkt wohl, dass ich langsam ärgerlich werde. Andererseits lässt er ja nicht locker. Er fragt, ob er nicht selbst alle Fortvertretungen aufsuchen soll. Stellen Sie sich mal das vor. Ja, ja, ist schon recht. Sie kommen dann rüber. Ist Ihnen eigentlich bekannt, dass er mit dem Zeugen Nacht für Nacht durch die Lokale zieht? Nein, das ist uns nicht bekannt. Warum interessiert ihr euch eigentlich für den Fall? Auch nur so, das ist nichts Aktuelles. Kann ich aber trotzdem die Akte mitnehmen? Ja, ja, bitte. Okay, danke. Gib sie weiter, Herr Derrick. Danke. Herr Derrick, mein Name ist Binder. Dr. Pfeiffer meint, wir sollten uns mal treffen. Ich wäre froh, wenn Sie es einrichten könnten. Passt es Ihnen um 13 Uhr? Selbstverständlich. Ich hole Sie ab. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Auf Wiedersehen. Ich esse oft hier. Mein Büro ist gleich nebenan. Pardon. Danke. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, natürlich. Die Zahl der Mordfälle, rein statistisch gesehen, nimmt die zu? Die Zahl schwankt ein wenig. Mal ist sie höher, mal ist sie niedriger. Wissen Sie, dass ich das nicht glauben kann? Nein, das nicht. Ich habe das Gefühl, die Zahl steigt. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich bisher von Mord wenig Notiz genommen habe. Moment mal, wie soll ich das verstehen, dass Sie... Danke. Dass Sie Mord bisher nicht zur Kenntnis genommen haben? Ja, das ist richtig. Nicht zur Kenntnis genommen. Und das hat sich schlagartig geändert mit dem Tod meiner Frau. Deshalb bin ich zum Arzt gegangen. Er wird mir nicht helfen können. Ich fürchte, auch Sie können mir nicht helfen. Aber es tut gut, mit einem Experten zu reden. Danke. Guten Appetit. Guten Appetit. Schauen Sie, Dr. Pfeiffer hat mir erzählt, Ihre Frau ist bei einem Verkehrsunfall umgekommen. Umgekommen? Umgebracht worden ist sie. Natürlich, ja, Sie haben den Verlust nicht überwunden. Überwunden? Herr Derrick, seit dem Tod meiner Frau träume ich jede Nacht von Mord. Ich erschlage, ich erwürge, ich erschieße Menschen. Jede Nacht. Ja, ist allerdings ungewöhnlich. Denken Sie nicht, dass der tragische Unfall Ihrer Frau Sie ein wenig aus dem Gleichgewicht gebracht hat? Ich glaube nicht an einen Unfall. Ich wollte Sie schon anrufen, Herr Derrick. Ja. Sie haben da Binder gesprochen. Ich hätte Sie gerne nach Ihrem Eindruck gefragt.
Wie war eigentlich die Ehe von Binder? Ideal. Ja, das habe ich mir gedacht. Nur so ist seine Reaktion verständlich. Er wehrt sich gegen dieses furchtbare Ereignis mit Wut, mit Aggression, die er im Traum auslebte. Ja, sowas gibt es. Hat er Ihnen auch gesagt, dass er seinen Beruf nicht mehr ausübt? Ja. Geht seit dem Tod seiner Frau nicht mehr zur Arbeit. Hat er gekündigt? Nein. Er hat seinen Beruf vergessen und träumt nur noch. Seine Art von Träumen. Interesse an mir noch nicht verloren? Nein, nein, ich habe mit meinen Kollegen gesprochen über den Hergang des Verkehrsunfalls, den Ihre Frau zum Opfer gefallen ist. Haben Sie das? Ja. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Nein, danke, das ist nicht nötig. Ich hörte, Sie üben Ihren Beruf nicht mehr aus. Das ist richtig. Meine Arbeit interessiert mich nicht mehr. Ja, und... Wie verbringen Sie jetzt so Ihre Zeit? Immer auf irgendeine Weise, die möglichst keine Rolle spielt. Träumen Sie nachts noch? Ja. Und immer die gleiche Art von Traum. Mhm. Sehen Sie sich nur um. Danke Ihnen. Vielen Dank. Oh, haben Sie Besuch? Nein. Das ist das Kleid meiner Frau. Ihre Schuhe liegen auch noch da. An dem Abend ging sie ins Konzert und hat sich vorher noch umgezogen. Eines Tages räume ich sie sicher weg. Aber im Augenblick kann ich das noch nicht. Ich verstehe. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte, kommen Sie. Das ist Herr Derrick, ein Kriminalinspektor. Entschuldigen Sie, was sind Sie genau? Kriminaloberinspektor. Das ist Herr... Stockei. Herr Stockei. Guten Abend, Herr Stockei. Guten Abend. Wann Sie, kenne ich Ihren Namen aus dem Unfallbericht? Ich meine, kann das sein? Das ist durchaus möglich. Herr Stockei ist der Mann, der den Unfall gesehen hat. Er hat den Wagen und die Fahrerin beschrieben. Die Mörderin war eine Frau. Ist das nicht unglaublich? Ja. Er hat sehr anschaulich beschrieben, wie meine Frau durch die Luft flog. Wie eine Puppe. Nur war sie eben keine Puppe, sondern ein Mensch, der in dem Augenblick sein Leben verlor. Wollen Sie was trinken? Ich hätte nichts dagegen. Wir trinken immer etwas, bevor wir uns auf den Weg machen. Ach bitte, wohin machen Sie sich auf den Weg? Herr Stockei hat die Frau gesehen, die den Wagen fuhr. Sie kam aus einem Vergnügungsviertel. Da gibt es viele Bars, Nachtlokale, Diskotheken. Mhm. Und ich bin sicher, da finden wir die Frau. Und Herr Stockei wird sie wiedererkennen, nicht? Ja. Ja. Und deshalb machen wir uns jeden Abend auf den Weg. Ja. Sie sehen ernsthaft eine Chance, diese Frau zu finden? Ja, warum nicht? Ich meine... Moment mal. Ich habe den Unfallbericht gelesen. Eine Frau, blond. Das war alles, was Sie sagen konnten. Mehr nicht. Es war ja nicht einmal möglich, nach Ihren Angaben eine Zeichnung anfertigen zu lassen. Wir sehen das anders. Ach. Wir glauben, dass die Realität einer zufälligen Begegnung die Erinnerung wiederbringt. Prost, Herr Stockei. Ja, bitte. Wir lassen uns nicht aus dem Konzept bringen. Kommen Sie. Ja, ich sehe das auch so. Zum Wohl. Ja, ja.
Na? Was macht dein Zukunftsmörder? Träumt er noch? Ich meine, im Traum kann doch jeder machen, was er will. Ja, im Traum kann jeder machen, was er will, aber der geht jeden Abend los mit dem Zeugen da. Durch die Lokale sucht eine blonde Frau. Ja, das habe ich vom Sobek erfahren. Warum macht er sowas? Na, was macht er wohl mit der Frau, wenn er sie erst mal gefunden hat? Sag mal, warum interessierst du dich eigentlich für diese Type? Ich denke nach über einen Menschen, der sich selber zerstört, diese Type, wie du sagst, und es selber nicht einmal realisiert. Also ich meine, wir haben mit den richtigen Mördern eigentlich genügend am Hals. Ja, natürlich. Das ist da auch wieder recht. Also, ich soll dir noch was ausrichten, und zwar der Binder hat einen Bruder, und der will dich unbedingt sprechen. Der hat nämlich von dem Dr. Pfeiffer erfahren, dass du dich mit seinem Bruder beschäftigst. Ja, ich danke dir. Schieß nur weiter. Na, Herr Binder verlangt, dass ich jeden Abend bei ihm antrete. Ja, und dann schieben wir los. Wie lange sind Sie denn so unterwegs? Manchmal komme ich erst um eins nach Hause. Sie essen, Sie trinken. Ja, da lässt es ja nichts fehlen. Sie nehmen den Mann aus. Das können Sie so nicht sagen. Ich gebe zu, das heißt, ich habe lange nicht mehr so angenehm gelebt. Aber er will es so. Wissen Sie, das ist so ein Typ, der lässt nicht locker. Wie ein Bluthund verfolgt er seine Spuren. Halten Sie ihn für verrückt? Ja, was soll ich denn darauf sagen? Er meint, das seien wir alle. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich komme. Treffen Sie ihn heute Abend wieder? Ja, ich sage doch jeden Abend. Welche Lokale sind es heute? Ja, das weiß ich nicht. Das entscheidet Herr Binder, wenn ich bei ihm bin. So, so. Wiederschauen, Herr Stocker. Wiedersehen. Oh, kommen Sie doch herein, bitte. Danke. Ich habe Sie schon erwartet. Lassen Sie uns bitte allein. Grüß Gott. Tag. Grüß Gott. Was sagen Sie zu meinem Bruder? Schwer zu sagen. Was ist Ihr Eindruck? Welchen Eindruck haben Sie, Herr Binder? Ich sehe da eine Veränderung, die ich unglaublich finde. Mein Bruder ist nicht mehr derselbe Mann. Hat er Ihnen erzählt von seinen Träumen? Ja, ja. Er träumt nicht nur. Er sagt, seine Traumwelt sei die wahre Welt. Ist er wahnsinnig? Ja. Dann sagt er nach, er könne sich durchaus vorstellen, jemanden zu ermorden. Herr Binder, wissen Sie, es ist sehr wichtig, was ich Sie jetzt frage. Hat Ihr Bruder jemals früher Ansichten dieser Art geäußert? Irgendwann mal? Versuchen Sie sich zu erinnern. Nein, nein, nie. Mein Bruder war, wie soll ich ihn beschreiben, angenehm. Verstehe. Wir hatten das beste Verhältnis zueinander. Zu ihm und zu seiner Frau. Also irgendwie scheint er das Spaß zu machen. Das ist schon der dritte Laden, den wir aufsuchen. Da ist er. Wo? Da. Na ja, dann, was willst du machen? Ihn begrüßen, komm. Hallo? Guten Abend, Herr Derrick. Guten Abend. Guten Abend. Ein Kollege von Ihnen? Inspektor ja. Klein, ja. Guten Abend. Guten Abend. Ein Freund von mir, Herr Stocker. Ja, setzen Sie sich. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Was machen Sie hier? Ja, ich dachte mir, dass ich Sie hier treffe. Mich? Ja. Ja, ich überlegte, was Sie wohl so machen abends, wenn Sie unterwegs sind, wie es Ihnen so geht. Geht mir ganz ausgezeichnet. Und ich kenne inzwischen alle Lokale dieser Stadt. Ich glaube Ihnen gern. Wie lange sind Sie denn heute schon unterwegs? Keine Ahnung, ich sehe nicht auf die Uhr. Wie lange? Zwei Stunden etwa. Aha. Ja, und Sie gehen dann von Lokal zu Lokal, ja? Sie wissen ja, warum wir das tun. Ja, sagen Sie, haben Sie die Hilfe Ihres Zeugen, haben Sie die schon in Anspruch genommen? Ja, natürlich. Mehrmals.
Sehen Sie, eine blonde Frau. Ja, ich sehe ihn. Nehmen Sie sich Zeit, warten Sie ab, überlegen Sie. Ich weiß nicht, ich... Na? Ich glaube nicht. Sie sagen, Sie können sich erinnern. Und machen Sie schon. Ja oder nein? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ja, ich kann Sie nicht richtig sehen, Sie hat sich gerade hingesetzt. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mal aufstehen? Ja, was willst denn du? Ich frage die Dame ganz höflich, ob sie mal aufstehen kann. Zieh ab, lassen Sie uns in Frieden. Warum kann sie nicht aufstehen? Ich habe wirklich gefragt. Sie sollte so jetzt verschwinden. Alles in Ordnung. Ich wollte die Frau 3 Sekunden lang ansehen. Was ist daran so ungewöhnlich? Wollen Sie noch mit? Wollen Sie denn noch weiter? Haben Sie noch los? Mir soll's nicht liegen. Bitte. Sag mal, was war denn das Ganze? Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Ich habe einen Mörder gesehen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin auf Besuch nicht eingerichtet, aber kommen Sie ruhig rein. Danke. Ich kam ganz zufällig vorbei. Das glaube ich Ihnen nicht. Spielt keine Rolle, kommen Sie nur. Soll ich mich anziehen oder nehmen Sie mich so, wie ich bin? Nein, ich nehme Sie schon so, wie Sie sind. Setzen Sie sich. Danke. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nein, danke, ich hatte schon. Ich habe Sie gestern Abend erschreckt. Ja, das haben Sie. Sie haben gemerkt, dass ich den Mann hätte umbringen können. Ja. Aber ich habe es nicht getan. Aber wissen Sie, da war ein Augenblick, wo mir klar war, wie gleichgültig mir dieser Dummkopf ist. Aber ich war ihm sicher auch gleichgültig. Was passiert, wenn Sie die Frau finden? Warum antworten Sie nicht? Ja, wissen Sie denn nicht, in was für einer Welt wir leben? Wissen Sie es? Ja, natürlich. Wir leben in einer Welt des institutionalisierten Mord und Totschlags. Einer Welt, wo der Mensch des Menschen Feind ist. Haben Sie das nicht gewusst? Ich suche jetzt nach dem Wagen. Ich klappere sämtliche Autowerkstätten ab. Irgendeine muss diesen Ford ja repariert haben. Eigentlich könnten Sie mir helfen, den Wagen zu finden. Aber das fällt wohl nicht in Ihren Kompetenzbereich. Ist richtig. Haben Sie noch andere Fragen? Nein. Nein, nein. Dann ziehe ich mich jetzt an. Ich habe gehört, dass mein Bruder wieder jemanden angegriffen hat. Das ist ein Wahnsinniger. Das ist nicht mehr bei Sinn. Was kann man denn da machen, Herr Derrick? Kann man ihn nicht psychiatrisch untersuchen lassen? Ihn notfalls festsetzen? Nein, es gibt gar keine Veranlassung dazu, die ausreicht, dafür überhaupt eine Genehmigung zu erhalten. Ja, und ihn für eine Weile vielleicht unter Beobachtung halten? Was? Nein, entschuldigen Sie bitte. Auf Wiederhören.
Also, kommst du noch mit? Nein, komm nicht mit. Ich muss mich schon wundern. Ich meine, dieser Mann scheint dir überhaupt nicht mal aus dem Kopf zu gehen. Oder nein, weil er töten wird. Wenn er diese Frau findet, bringt er sie um. Der Mann ist ein potenzieller Mörder. Ah ja, und jetzt willst du dich auch noch um potenzielle Mörder kümmern. Ja, interessante Variante unseres Berufs, findest du nicht? Also, ich mach jetzt Feierabend. Bist du dabei? Hier ist doch jede Menge blonder Frauen. Nein, sie ist nicht hier. Gehen wir. Verlassen diesen Scheißladen. Komm. Hey, würde ich aufpassen. Sie sind doch etwas nicht. Schon gut, schon gut. Was ist schon gut? Sag doch, ist schon gut. Schon gut, schon gut. Blöder Satz. Sie verkaufen also Fahrräder. Ja, ich verstehe mich auf Fahrrädern. Ist kein tolles Geschäft, aber mir reicht's. So, so. Ihnen reicht das. Ich mag Fahrräder. Es macht mir Spaß, Fahrrad zu fahren. Spaß macht es Ihnen. Was macht daran solchen Spaß? Ja, das kann ich Ihnen nicht erklären. Es ist irgendwie immer wieder ein Vergnügen. Ne? Da, eine knallblonde Frau. Ja. Sie sagten, die Frau war knallblond. Ja. Ist sie es? Na, ich glaube, nein. Nee, dieses nicht. Wir hatten wieder eine Begegnung. Ah ja? Die 11. heute Abend. Eine Prostituierte. Sagen Sie, könnte das nicht eine Möglichkeit sein, dass die Frau eine Prostituierte war? Ich habe da keine Meinung. Aber die Möglichkeit besteht doch. Sicher besteht sie. Was meinen Sie? Kann die Frau, die Sie am Steuer des Wagens gesehen haben, eine Nutte gewesen sein? Ja, das könnte eine Nutte gewesen sein. Herr Derek, wissen Sie, wo hier der nächste Puff ist? Nein. Gehen Sie hin, fragen Sie die Dame, wo hier das nächste Puff ist. Die weiß es vielleicht. Mach ich, Herr Binder. Was führt Sie in diese Gegend? Na, was wohl? Sie. Jetzt haben Sie mich gefunden. Was wollen Sie wissen? Man wollte nur mal sehen, ob Sie vielleicht endlich zur Vernunft gekommen sind. Zur Vernunft? Können Sie mir sagen, was das ist? Sie meinen zur allgemeinen menschlichen Vernunft? Ja, zum Beispiel. Die gibt es nicht. Guten Abend, meine Herren. Hallo. Guten Abend. Sie kommen auf Empfehlung? Nein, auf Empfehlung bin ich nicht hier. Aber ich hätte mir trotzdem gerne Ihre Damen angesehen. Ihre blonden Damen. Wissen Sie, wir sind ein privater Club. Natürlich um die Mitgliedschaft bemühen. Die Herren gehören zusammen? Die Mitgliedschaft interessiert mich nicht. Ich möchte mir Ihre Damen ansehen. Ihre blonden Damen. Moment, Moment, Moment. So geht das nicht. Bleiben Sie stehen. Fassen Sie mich nicht an. Entschuldigen Sie, so geht's nicht. Jetzt langsam! Jetzt ist Schluss! Ich kann mir die Damen doch vorführen. Ich habe doch ganz höflich gefragt. Warum kann er mir die Frau nicht zeigen? Habe ich einen Fehler gemacht? Können ja, Sie mir das sagen? Sie froh, wenn der Mann Sie nicht anzeigt. Anzeigt? Ja. Sie reichen Partei für diese Gangster? Erlauben Sie, wenn ich lache, eine Bande von Nutten und Zuhältern. Ja. Ja, die Welt ist ja voll davon. Erlauben Sie, wenn ich mich einen Augenblick gewundert habe. Jetzt frage ich Sie als Polizist.
Können Sie die nicht zwingen, mir die Damen vorzuführen? Habe ich kein Recht dazu? Nein, Sie haben kein Recht dazu, weil Sie keinen ausreichenden Grund haben. Kein Grund. Meine Frau ist umgebracht. Es gibt keine Verdachtsmomente gegen dieses Unternehmen hier. Okay, okay. Kommen Sie! Herr Binder, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich könnte ja hier warten. Irgendwann müssen ja die Nutten, die Mädels hier rauskommen, ne? Ausgezeichnete Idee. Sie warten hier und wenn es bis morgen früh dauert. Haben Sie verstanden? Mach ich, Herr Binder. Auf mich können Sie sich verlassen. Herr Derek, können Sie mich nach Hause fahren? Ja, kommen Sie. Dann gebe ich Ihnen meinen Wagenschlüssel. Fahren Sie meinen Wagen nach Hause. Sie finden mich ziemlich unmöglich. Geben Sie es zu. Unmöglich? Das ist aber ein sanfter Ausdruck. Sie sind chaotisch. Sie haben sich nicht unter Kontrolle und... Sie glauben, ich bin zu allem fähig. So ist es, ja. Wissen Sie was? Fahren Sie mich doch nicht nach Hause. Ich habe meinem Bruder versprochen, noch bei ihm vorbeizusehen. Noch so einer, der mich zur Vernunft bringen will. Ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Haben Sie ihn irgendwo aufgegabelt? Guten Abend. Du weißt doch, dass ich jeden Abend unterwegs bin. Gib uns was zu trinken. Schön, dass du noch gekommen bist. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben. Sie sind Herr? Derek. Der Herr von der Kriminalpolizei, das habe ich dir doch gesagt. Ja, ich weiß. Guten Abend. Guten Abend. Wir machen uns so große Sorgen um ihn. Ja. Red doch keinen Unsinn. Ich bin in keinem besonderen Zustand. Darf ich Ihnen was anbieten? Danke. Nein, wirklich nicht. Ja, bitte, dann gehen wir doch nach drüben. Ja. Der Abend heute soll für uns alle einen Sinn haben. Wir haben da was vorbereitet. Was hast du vorbereitet? War's ab. Bitte, Derek, nehmen Sie doch Platz. Dankeschön. Ich möchte einen Videofilm vorführen, den ich gemacht habe. Das heißt, den wir gemacht haben. Agnes, bist du so gut und rückst mal die Sessel zurecht? Sieh es dir an, in aller Ruhe. Und bitte vergiss nicht, dass wir alle nur dein Bestes wollen. Jakob, sag's ihr. Ich hab's vor Maximilian gesagt. Doch, sag's ihr, bitte. Nein, du sagst ihr. Susanne, nein, Agnes, du sagst es ihr. Komm. Susanne, wir bekommen ein Baby. Ja, stell dir vor, es hat geklappt. Es hat geklappt. Was sagst du dazu? Ich freu mich. Ich kann es gar nicht so lange Zeit. Das ist so. Wie soll ich weiß? Das war ein Mädchen oder ein Junge? Ich weiß nicht. Du bist ein Mädchen oder ein Junge? Junge, natürlich bin ich jung. Das war ein Mädchen. Dann bin ich junger als Oliver. Warum zeigst du mir das? Maximilian, gib mir die Kassette. Ich brauche die Bilder nicht zu sehen. Die habe ich alle hier im Kopf. Und das sind sie besser, als du sie mit deiner beschissenen Kamera hier machen könntest! Maximilian! Selbst deine Frau hätte gesagt, dass... Jetzt sei doch vernünftig! Moment. Das war nicht sehr klug.
Abschleifen. Bitte, aber jetzt höchste Zeit. Keine Sorge, ehe es hell ist, ist der Wagen weg. Ich sage ja schon, dass sie keine Angst haben muss. Hoffentlich. Nehmen Sie mich doch mit! Thank you.
gesagt, nein. Agnes, ich hab's Maximilian gesagt. Doch, doch, sag es dir, sage mir, bitte, bitte. Nein, sie sagt dir. Susanne, nein, Agnes, du sagst es dir, komm, komm. Susanne, wir bekommen ein Kind. Ja, stell dir was an den Klang. Es hat geklappt. Was heißt das? Ich kann es gar nicht begreifen, so lange gefallen. Der Binder ist da draußen, ne? Ja, ich habe ihn hier bestellt. Stefan, du machst mir Sorgen. Ich meine, der Mann ist doch kein Fall für uns. Kam heute Morgen. Ja, bitte. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Binder. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so früh hier bestellt habe. Ich nehme an, Sie haben einen Grund dafür. Ja, ich möchte mit Ihnen wohin fahren. Kommen Sie. Was haben Sie vor? Warten Sie es ab. Gestern Abend, da hätten Sie auch Ihren Bruder umbringen können. Nur ein paar Sekunden haben Sie von einem Mord getrennt. Sie wussten ja nicht einmal, wo Sie sich befanden. Mord. Gestern hätte Ihr Bruder das Opfer sein können, so wie es gestern, vorgestern. Irgendjemand hätte sein können. Das ist so absurd. Warum erzählen Sie mir das? Der Fauter ist vorne beschädigt. Aber er ist nicht so beschädigt, dass man ihn hätte wie auf diesen Schrottplatz stellen müssen. Das Nummernschild fehlt. Die Fahrgestellnummer ist abgeschliffen. Das Fahrzeug wird natürlich genau untersucht werden. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es der Wagen, mit dem Ihre Frau getötet wurde. Er wurde heute Nacht hierher gebracht von Unbekannten. Wird es schwer sein, die Frau ausfindig zu machen? Sie werden die Frau bekommen. Gut. Dinge kommen also voran. Sehr gut. Bitte kommen Sie mit mir in mein Büro. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Wer ist da? Warum machen Sie denn nicht auf? Ich habe noch geschlafen, ich bin nicht angezogen. Macht Ihnen das was aus? Was wollen Sie? Ich möchte Ihnen was Interessantes erzählen. Von Ihrem Auto. Ihrem Ford. Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Verschwinden Sie. Darf ich eintreten? Also,
Sie sind schon beim Frühstück. Darf man da mitmachen? Kaffee wäre jetzt gut für mich. Von was für einem Wagen sprechen Sie? Ja, von Ihrem Ford, der vorne ziemlich kaputt ist. Ich weiß, wo er steht. Was wollen Sie? Sie sind gut. Wissen Sie, dass jemand hinter Ihnen her ist? Der Mann der Frau, die Sie dort gefahren haben. Wenn der Sie zwischen die Finger kriegt, haben Sie nichts zu lachen. Kriege ich jetzt meinen Kaffee oder nicht? Sei doch vernünftig. Ich sag ja nichts. Darauf kannst du dich verlassen, dass ich nichts sage. Ist ja dein Vorteil. Rühren Sie mich nicht an! Klar, dass ich auch was davon haben will. Und dir doch nichts ausmachen. Dir auch nicht. Sag einmal, bist du bescheuert? Soll ich gehen? Ist dir das lieber? Was ist nur zu sagen? Kommen Sie, ich wollte Ihnen noch etwas zeigen. Ein paar Fotos. Sie sollen sich ansehen, wie Mordopfer aussehen. Setzen Sie sich bitte. Sie sagen, Sie träumen von Mord. Im Traum bringen Sie Menschen um. Aber Ihre geträumten Morde, die haben nichts oder nur sehr wenig mit der Realität der Morde zu tun, die wir kennen. Zahllose Menschen habe ich gesehen, die ihr Leben auf diese unnatürliche Weise verloren haben. Junge Leute, alte Leute, Frauen, Kinder, so. Und die sollen Sie sich jetzt ansehen. Unser Beruf, Mordopfer zu sehen, Tatumstände zu untersuchen. Und Sie könnten jetzt vielleicht auf den Gedanken kommen, ich bin daran gewöhnt, ich bin abgestumpft, Tote, na, was sind schon Tote, nicht wahr? Für mich sind Tote vielleicht nur noch Präparate. Sie irren sich. Ich bin im Laufe der Jahre immer empfindlicher geworden. Für mich ist Mord zutiefst unnatürlich. Das ist zutiefst schrecklich. Und einem Menschen das Leben wegzunehmen, das... Die Frau, die ihre Frau überfahren hat, getötet hat, ermordet hat, wie Sie sagen, würde Sie wirklich befriedigen, Sie da so liegen zu sehen? Umgebracht von Ihnen? Ermordet von Ihnen? Wären Sie dann glücklicher? Ihre Rede überzeugt mich nicht. Ich sehe mir Ihre Toten an und denke nur an ein einziges Bild. Das meiner Frau. Mit gebrochenem Genick und zerquetschtem Gesicht. Und gegen das Bild kommen Ihre Toten nicht an. Ihre Bemühung ist natürlich aller Ehren wert. Ich kann jetzt gehen, nehme ich an. Ja.
Hallo? Ja, ich wollte Sie auch gerade anrufen. Man hat den Wagen gefunden. Aber die Frau haben Sie noch nicht. Was? Aber ich habe sie. Ich nenne Ihnen jetzt den Namen und die Adresse. Danke. Herr Stockei, ich habe die Frau gefunden und Binder hat die Adresse. Moment mal, der Augenzeuge Stockei hat die Frau gefunden und die Adresse Binder gegeben. Wie lautet die Adresse genau? Ja, habe ich. Gut, danke. Ich bin jetzt wohl wahnsinnig geworden, ihm die Adresse zu geben.